regulatorische Anforderungen, neue Gesetze, Compliance-Anforderungen, Risikoanforderungen. Dann haben wir ganz viele Herausforderungen auf das Thema Customer Experience Management ist ganz groß zurzeit. Wie zufrieden sind denn die Kunden mit unserem Angebot? Wie erleben sie denn unser Angebot? Und welche Herausforderungen haben wir denn in diesem Bereich? Dann natürlich die ständigen Marktherausforderungen durch den Wettbewerb, die Schnelligkeit von Innovationen. Ständig gibt es neue technologische Entwicklungen, neue Produkte, neue Technologien und natürlich das wirtschaftliche Klima. Auf der anderen Seite haben wir die Anforderungen, dass wir ständig verfügbar sein müssen. Unsere Anwendungen müssen ständig verfügbar sein, aber auch sicher, dass sie geschützt sind gegenüber Datenverlust oder Hackerangriffen zum Beispiel. Und dann haben wir natürlich das Thema auch Mobile und Social. Das heißt, Social Collaboration ist immer wichtiger, dass nicht nur Privatpersonen immer häufiger miteinander kommunizieren, sondern auch im Unternehmen die Mitarbeiter soziale Plattformen nutzen möchten, um sich untereinander auszutauschen. Mobilität natürlich. Jeder hat heutzutage Smartphone oder Tablets, mit denen sie sich ständig auf dem Laufenden halten. Und immer mehr werden in der Cloud angeboten, was natürlich auch Vorteile bringt, wie wir später sehen werden. Wir sehen jetzt nochmal, dass die Unternehmen verschiedenen Anforderungen ausgesetzt sind, wobei Digital Transformation oder die digitale Transformation an oberster Stelle steht. Das heißt, Unternehmen müssen zunehmend digital werden, um im heutigen Wettbewerb bestehen zu können. Customer Experience Management hatte ich eben auch schon gesagt, ein Thema, das immer mehr im Kommen ist, zu dem wir auch im vierten Teil unserer Serie einen Einblick geben werden, wie wir das Thema mit ARIS bearbeiten können. Und viele andere, wie Internet of Things zum Beispiel, was auch ständig in aller Munde ist, Risikocompliance, Quality Management etc. Das heißt, wir haben viele Anforderungen an Prozesse, damit wir unser Unternehmen besser führen können. Also wir müssen schauen, dass wir die Prozesse kennen und, wenn es geht, optimieren. Dabei haben wir verschiedene Probleme, dass in den Unternehmen die Prozesse zum Beispiel in Silos stattfinden. Das heißt, die eine Organisation weiß zum Beispiel nicht, was die andere tut. Dann sind die Prozesse nicht transparent oder es gibt keine einheitlichen SLAs und viele Nachahmerprozesse sind im Umlauf, die einen aber nicht wirklich von anderen Unternehmen abheben. Ziel wäre es eher, dass man versucht, Best Practices herauszuarbeiten und die dann auch im Unternehmen zu verbreiten. Das ist ein Punkt, wo Business Process Analysis ansetzt oder Geschäftsprozessmanagement ansetzt, indem man einfach dieses Management gezielt einsetzt, um kundenzentrierte End-to-End-Prozesse zu entwickeln, die einen vom Wettbewerb abheben. Dadurch ist man auch in der Lage, schnell auf geänderte Marktbedingungen und Geschäftsbedingungen einzugehen, schneller neue Produkte und Dienstleistungen zu liefern und eben auch neue Technologien zu nutzen und schließlich auch ein effektives Risiko- und Compliance-Management einzuführen. Denn nur wenn man seine Prozesse kennt, kann man sie auch verbessern.
Dabei kommt bei uns natürlich ARIS ins Spiel. Wir haben seit über 20 Jahren Erfahrung in dem Bereich. Wir waren die erste wirkliche BPA-Plattform. Wir haben über 10.000 Kunden, über 2 Millionen Endnutzer und wir haben auch eine sehr große Community mit über 375.000 Mitgliedern in unserer ARIS-Community, wo sich die Mitglieder ständig in Foren über spezielle Themen austauschen können. Noch ein paar Zahlen zum Cloud-Markt grundsätzlich. Also es wird erwartet, dass der Cloud-Markt in 2020 241 Milliarden Dollar erreicht und 14 Millionen Jobs kreiert werden durch Cloud Computing, allerdings schon in 2015, also in 2020 dann nochmal entsprechend mehr. Man sieht also, dass der Cloud-Markt sehr am Wachsen ist und dass man eigentlich mehr oder weniger gezwungen ist, heutzutage sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, da auch immer mehr Anwendungen nur noch in der Cloud angeboten werden. Noch ein paar Worte zu ARIS Cloud. Auch hier haben wir ein großes Wachstum. Wir hatten ca. 100 neue Kunden in 2015, haben mittlerweile 580 aktive Projekträume mit mehr als 6.225 Nutzern, Tendenz steigend. Wir haben eine sehr hohe Verfügbarkeit, haben Amazon Web Services als zertifizierten Partner. Wir bieten zusätzliche Maintenance-Dienste an und andere Services, die Sie dabei unterstützen, Ihre Projekte erfolgreich durchzuführen. Und wir sind ebenfalls SOC2 zertifiziert, wodurch unserer Lösung eine recht hohe Sicherheit bescheinigt wird. Dann werfen wir doch mal einen genaueren Blick auf das Thema bzw. BPA as a Service, wie wir es auch nennen, also zum Thema ARIS Cloud mit dem schönen Slogan Better Processes Today, haben wir einige Vorteile, die Sie haben, wenn Sie statt einer Lösung in Ihrem Haus zu einer Cloud-Anwendung gehen oder sich für eine Cloud-Anwendung entscheiden. Ein wesentlicher Unterschied besteht, dass Sie bei der Investition, dass sich die Kosten da eben aufteilen, dass Sie nicht eine große Anfangsinvestition haben und große Installationsaufwände, bevor Sie überhaupt starten können, sondern dass Sie Ihre Projekte quasi sofort beginnen können und sich die Kosten für die Nutzung über mehrere Monate oder Jahre aufteilen. Das heißt, unsere Cloud-Lösung bieten wir quasi als Abonnement an. Das heißt, Sie können zum Beispiel ein Abonnement abschließen für 3 Jahre und entsprechend verteilen sich die Kosten dann über 3 Jahre. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die Lösung skalieren können, basierend auf dem Reifegrad Ihrer Lösung. Das heißt, Sie müssen sich nicht von Anfang an entscheiden, wie viele Nutzer Sie einbinden oder welche Funktionen Sie brauchen, sondern Sie können einfach klein starten mit Beginn des Projektes und nach die Nutzerzahl erhöhen und weitere Funktionen hinzunehmen. Gut. Die anderen Vorteile können Sie der Folie entnehmen. Gehen wir mal weiter zu der nächsten Folie, was ARIS Cloud im Wesentlichen bietet. Also es ist eine komplette oder vollständige Business Process Analysis as a Service Lösung. Das heißt, basiert auf altbewährter ARIS-Technologie und bedeutet, dass Sie im Wesentlichen alle Funktionen, die Ihnen die klassischen ARIS-Produkte bieten, auch in der Cloud-Umgebung nutzen können. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die Collaboration-Funktionalitäten nutzen können.
Das heißt, basierend auf unserem Produkt ARIS Connect können Sie die Funktionen zur Kollaboration der Mitarbeiter untereinander nutzen. Ja, und Sie können quasi sofort ein Abonnement starten und mit der Arbeit beginnen, ohne langwierige Installationsaufwände oder Freigabeprozesse zu durchlaufen. Es gibt ARIS Cloud in verschiedenen Editionen oder Versionen, beginnend mit einer ARIS Cloud Basic, was, wie der Name schon sagt, eine Basisversion ist oder eine Anfängerversion ist, mit Standardfunktionalitäten und die sehr geeignet ist eben für erste Projekte oder für, ja, wenn man erste Tests durchführen möchte. Die ARIS Cloud Advanced Version ist schon ein bisschen fortgeschrittener, bietet ein paar Funktionen mehr und bietet auch die Möglichkeit, schon Kunden individuelle Anpassungen vorzunehmen. Beide Versionen laufen in einer öffentlichen Cloud oder einer Public Cloud. Das heißt, dass wir eine Umgebung zur Verfügung stellen, in der mehrere Projekträume parallel nebeneinander laufen, jedoch strikt voneinander getrennt sind. Das heißt, man kann keinesfalls sehen, welche anderen Projekte auch in der Cloud sind oder schlimmst oder sogar auf Daten davon zugreifen. Dennoch laufen diese Projekträume in der Public Cloud. Die fortgeschrittenste Version ist die ARIS Cloud Enterprise, was dann quasi eine volle ARIS Cloud-Version ist mit allen Funktionalitäten, die ein ARIS Connect zum Beispiel bietet, also geeignet für den unternehmensweiten Einsatz und für größere Projekte. Bei ARIS Cloud Enterprise ist es so, dass das Hosting in einer Private Cloud stattfindet. Das heißt, dass der Kunde eine Cloud-Umgebung für sich alleine hat. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen diesen drei Versionen. Auf weitere funktionelle Unterschiede gehen wir dann in Teil 2 dieser Seminarserie ein. Wir haben auch schon einige Kunden, die sehr zufrieden unsere Cloud-Produkte eingesetzt haben. Hier zum Beispiel Northern Gas, einer unserer ersten Kunden. Und ein weiterer Kunde, ein weltweit führendes Chemieunternehmen, hat ebenfalls eine unserer Cloud-Lösungen eingeführt. Und ein wichtiger Treiber unter anderem war hier eben, dass das Unternehmen immer mehr Cloud-Lösungen einsetzt. Also nicht nur, was BPA betrifft, sich für eine Cloud-Lösung unterscheidet, sondern grundsätzlich die IT-Landschaft umstellt auf Cloud-Lösungen. Ich hatte es schon erwähnt, dass wir Amazon Web Services als Partner nutzen. Das heißt, dass wir die Daten in Datencentern oder die Projekträume in Datencentern von Amazon Web Services hosten und dabei Funktionen anbieten für die Public Cloud. Das ist einmal USA, die EU und Australien. Das heißt, wenn Sie sich für eine Cloud-Version entscheiden, können Sie sich die Hosting-Region aussuchen, was Ihnen am liebsten ist. Das können Sie frei entscheiden. Okay, dann möchte ich jetzt erstmal in eine Live-Demo springen. Moment, jetzt muss ich kurz wechseln.
Okay, ich bin jetzt gewechselt auf den Einstiegsbereich zu Ares Cloud. Ich hoffe, dass Sie es alle sehen können. Das heißt, Sie bekommen eine URL, die mcarescloud.com, wo Sie sich mit Ihrem eigenen Benutzernamen und Passwort einloggen können. Sie können also sehen im rechten oberen Bereich, dass ich hier mit meinem Namen eingeloggt bin. Und habe jetzt Zugriff auf meine Projekträume. In dem Fall habe ich eine Ares Cloud Advanced Umgebung, die in der Region USA gehostet ist. Ich kann hier auch sehen, dass die bis 31.12.2016 aktiv ist. Danach würde der Projektraum ablaufen und ich habe eine Designer-Lizenz. Wenn ich jetzt hier über diesen Bereich, über dieses Rädchen zu den Einstellungen gehe, kann ich sehen, dass ich hier noch verschiedene Informationen eingeben kann, Einstellungen vornehmen kann. Beispielhaft möchte ich hier mal den Bereich Databases aufrufen. Da kann man also sehen, dass man verschiedene Datenbankversionen nutzen kann, wenn man sein Projekt startet. Da haben wir einmal eine Anfängerdatenbank, Intermediate-Datenbank und Expert-Datenbank. Wir haben dazu auch verschiedene Informationen hinterlegt, wo Sie sehen können, welchen Umfang die jeweilige Datenbank hat. Sie können auch die Sprache auswählen, ganz einfach. Hier umschalten, Englisch, Deutsch, Französisch, was immer Sie möchten. Und quasi dann Ihre Datenbank über Apply einfach anlegen. Gut, über Launch kann ich dann meinen eigentlichen Projektraum starten. Das habe ich eben schon gemacht. Und der erste Schritt wäre, dass man in das Portal kommt. Also was Sie hier sehen, ist die Ares Cloud-Oberfläche, aber basierend auf der Ares Connect-Technologie. Wie gesagt, komme ich erstmal hier im Portal an, kann hier direkt starten, indem ich ein Modell anlege. Ich kann nach Personen suchen, Diskussionen starten. Ich kann in den Navigationsbereich wechseln, mein Profil bearbeiten oder die Suche aufrufen. Hier unten sehe ich auch noch verschiedene Kontakte angezeigt, im rechten Bereich meine Aktivitäten. Falls ich zum Beispiel bestimmte Kommentare kürzlich verfasst habe, kann ich mir die hier anzeigen lassen. Ich kann hier in den Bereich Recent Changes wechseln, wo mir dann auch Modelle angezeigt würden, die ich in den letzten 30 Tagen zum Beispiel verändert habe. Ja, wenn ich hier zum Beispiel auf Create Model gehe, kann ich direkt sehen, dass ich hier meinen Namen eingebe, Test zum Beispiel, meinen Modelltyp auswähle. Da können Sie also sehen, was wir hier anbieten mit Advanced, zum Beispiel EPC, eine klassische Event-Driven Process Chain. Würde hier Test eingeben als Beispiel und könnte quasi direkt loslegen mit der Modellierung. Es wird die Ares-Methode geladen und Sie können sehen, dass wir hier im linken Bereich die verschiedenen Objekte oder Symbole sehen, die wir nutzen können. Zum Beispiel hier könnte ich ein Event rüberziehen. Im oberen Bereich habe ich die Menüleiste, mit der ich das Modell bearbeiten kann. Auch hier kann ich wechseln zwischen drei Reitern, die mir nochmal unterschiedliche Funktionen anbieten. Im rechten Bereich sehe ich die Attribute oder die Properties, in denen ich weitere Informationen zu den einzelnen Objekten anlegen kann. Und im rechten oberen Bereich kann ich auch die Kollaborationen aufrufen.
Okay, ich bin jetzt nochmal in das Portal zurückgesprungen, weil ich noch kurz über die anderen Reiter sprechen möchte. Da haben wir also einmal die Kollaboration oder Collaboration, wo man eben die verschiedenen Feeds sehen kann, die es im Unternehmen gibt, die Gruppen und die Filter. Und hier über das Eingabefeld einen Kommentar anlegen kann. Zum Beispiel. Dann der nächste Reiter ist hier das Repository. Wenn ich darauf klicke, öffnet sich im linken Bereich mein Ordnerbaum sozusagen mit den Datenbanken. Der ist jetzt hier bei mir direkt hier auf den Ordner Recruiting gesprungen. Da würde ich jetzt auch beispielhaft mal ein bereits erfasst ist, also auch eine EPK in diesem Fall. Okay, die hat sich jetzt geöffnet. Ich sehe also, dass hier schon verschiedene Funktionen angelegt sind, also eine vollständige EPK eben. Mit den gleichen Informationen, die wir eben schon gesehen haben, als ich ein Modell anlegen wollte, mit der Ares-Methode. Okay. Ich überlege gerade, was ich Ihnen noch zeigen könnte. Aber vielleicht ergibt sich da gleich noch was in der Fragerunde. Für weitere Informationen zu Ares Cloud würde ich Ihnen noch unsere Webpage empfehlen, die arescloud.com, wo Sie also auch zum Beispiel, wenn Sie auf den Reiter Features gehen, sehen können, welche Unterschiede die einzelnen Versionen haben. Basic, Advanced und Enterprise. Und ansonsten würde ich Sie gerne noch auf das nächste Seminar hinweisen, das am 8. März stattfindet. Dazu müsste ich noch mal kurz in die Präsentation springen. Und zwar findet am 8. März der zweite Teil zu diesem Seminar statt, wo wir auf die Unterschiede der einzelnen Editionen eingehen. Und falls Sie Fragen haben oder einen Kontakt brauchen, würde ich Sie bitten, sich an aressales@softwareag.com zu wenden oder auf die arescloud.com-Seite zu gehen, die ich eben kurz gezeigt habe. Und außerdem können Sie sich auch für eine kostenfreie 30-Tage-Testversion registrieren über arescloud.com. Gut, dann würde ich gerne an dieser Stelle die Fragerunde eröffnen. Gibt es Fragen? Sie können mir gerne welche über den Chat schicken. Gut, es sind keine Fragen offen. Falls doch, wenden Sie sich bitte an die E-Mail-Adresse, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Dann ansonsten bedanke ich mich für Ihre Teilnahme.
und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.